Tokyo. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein mega cooles Video für euch. Ich habe die Idee gehabt, dass ich, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen, eine ganze Woche lang, also eine Arbeitswoche lang, also 5 Tage, nur in den Outfits von Marcel sein werde. Und ihr seht schon, heute ist gerade der letzte Tag. Ich habe schon das erste Outfit an, aber das müsst ihr dann am Ende betrachten. Ich habe keine Hose an. Ich muss sagen, ich habe in diesem Video ziemlich oft keine Hose an, weil ich immer finde, dass dieser Look halt mega gut funktioniert. Ich habe versucht, wirklich jeden Tag irgendwas anderes zu machen. Es fiel mir ein bisschen schwer und meine Spielregel war, Schuhe zählen nicht, weil ich muss auch damit unterwegs sein. Und wenn ich nicht in den zu großen Schuhen laufen kann, dann ist es ja kacke. Schuhe zählen nicht und Accessoires. Mit Accessoires kann ich so ein bisschen aufstylen. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und ich will sagen, wir beginnen mit Tag 1. Achso, übrigens, ich habe es immer so gemacht, dass das Video wäre ja ellenlang geworden, wenn ich immer jeden Tag komplett gevloggt hätte. Ich habe immer ungefähr eine Aktivität vom Tag genommen, einfach mit dem Outfit, wo ich dann da mit dem Outfit war. Also seid mir bitte nicht böse, dass ich nicht komplett gevloggt habe jeden Tag, aber ich glaube, 5 Tage am Tag, nee, was? 5 Tage komplett vloggen will keiner sehen. Falls ihr diese Videoidee cool findet, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal, weil ich sehe in Statistiken immer, dass super viele Leute meine Videos gucken, die auch meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Also falls ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich super freuen, wenn ihr Teil unserer Family würdet und werdet. Und ich würde, was ist heute mit mir? Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. So Leute, ich komme gerade aus der Dusche. Ich habe mich gerade ein bisschen geschminkt. Und ich würde sagen, Tag Nummer 1 ist angebrochen. Ich habe gerade ein bisschen zu viel Koffein getrunken. Ich wollte eigentlich darauf verzichten und jetzt komme ich irgendwie gar nicht mehr drauf klar. Und ich werde jetzt mal in Marcels Zimmer gehen. Marcel ist gerade nicht zu Hause. Und ihn damit überraschen. Mal schauen, ob ihm auffällt überhaupt, ob ich seine Klamotten trage, ob er das merkt. Die Challenge ist ja nicht, mich nur so zu stylen. Also ich style mich nicht wie ein Typ, sondern wie ich. Aber ich will einfach nur Jungsklamotten anziehen und gucken, ob man da irgendwas merkt. Aber ich glaube, es könnte sogar ganz cool aussehen. Dieser Stadium-Hoodie, das war eh einer, den haben wir uns zusammengeholt. Also okay, ich habe jetzt gerade noch meinen Zopf aufgemacht. Ich werde jetzt meine Haare noch machen. In diesem Outfit könnte man schon auch ein cooles Insta-Bild machen, weil so ohne Hose und so ist ja so ein bisschen mein Spruch. Hosen sind überbewertet. Meine Challenge habe ich jetzt gerade erweitert und zwar werde ich einfach jetzt auch noch Instagram-Fotos immer mit den Outfits machen. Und dann ist es ja eigentlich noch lustiger, weil dann werde ich einfach sehen, wie in den Tagen immer die Resonanz auf die Instagram-Fotos ist. So, der Mann ist zu Hause, macht direkt irgendwas am Herd und sagt mir nicht mal Hallo. Hallo. Ich habe eine Tomate im Mund. Wow, 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 ich will auch eine Tomate. Hm? Warum hast du den Pullover an? Because, denn dann wollten wir uns doch teilen. Hallo, ich habe ihn in gelb und in rot. Aber es ist ihm aufgefallen. Ich habe den roten schon so lange nicht mehr gesehen. Der hängt da auch, genau daneben. Okay, aber es ist jetzt nicht ich habe so nämlich deine Kleiderstange gecheckt. Okay, aber es ist jetzt nicht so besonders, dass du meine Klamotten trägst, um echt zu sein. Du trägst manchmal sogar meine Boxershort. Und das ist echt eklig. Was soll denn das heißen? Okay, Leute, ihm ist es halt aufgefallen. Schatz, ich mache nämlich gerade eine Woche trage ich deine Klamotten. Also du kannst dich auf die nächsten Tage gefasst machen. Das wird geil, das wird geil, das wird geil. Das ist lecker Herbst-Eintopf wie bei Mama. You, I've been trying hard to keep my cool. But when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. I, it doesn't even matter how hard I try. Cause Tag Nummer 2, beziehungsweise Abend Nummer 2. Wir haben heute wirklich den ganzen Tag nur gearbeitet. Wir haben nämlich zurzeit ein Projekt, was wir sozusagen finalisieren und da arbeiten wir wirklich den ganzen Tag dran. Wir machen jetzt gleich noch einen gechillten Fernsehabend mit einem Freund. Ich bin jetzt hier schon Marcells Zimmer, weil ich mir jetzt das zweite Outfit raussuche. Das ist so ziemlich Marcells einziger Kleiderschrank. Richtig krass, ne? Für einen Chillabend möchte ich eigentlich gerne eine kurze Hose. Die kurzen Hosen sind im Schlafzimmer, aber ich will irgendwie so ein... Nee. Marcel hat halt hauptsächlich so Basic Hoodies, aber das hatte ich ja schon gestern an. Das ist gerade meine Auswahl. Ich habe hier ein T-Shirt und ich entscheide mich noch zwischen diesen beiden Cardigans. Okay, das ist die kleinste Jogginghose, die ich jetzt gefunden habe. Ich möchte irgendwie nicht diese kurzen anziehen, weil dann würden die mir bis zum Knie gehen und sich aus wie ein Basketballer. Nehme ich eine lange und die ist in Größe M. Das ist echt die kleinste, die ich gefunden habe. Ich glaube, so geht's. You, I've been trying hard to keep my cool. But when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. Leon heißt übrigens unser Hund.
Gastgeber besucht, der geht jetzt gleich weg. Den beiden ist gerade eben einfach erst aufgefallen, dass ich Marcel Sachen trage. Also Marcel meinte gerade eben so, ja, das sind seine Klamotten, die bei ihm auf der Ersatzbank sind. Aber ich habe das ja nicht erst seit 3 Sekunden an, wisst ihr? Und es ist halt so krass. Jetzt bin ich natürlich noch gespannt, ob es euch auffällt. Und ich mache wieder mein Instagram-Foto of the day. Schnell weg hier. Macht Spaß. Locker 2 Euro. Nein, sag mal, wie viel? Ich glaube, die Flasche. 14 oder so, vielleicht ist es gut leicht. Okay, ich würde sagen. 14 ist voll übertrieben. Ja, ich würde sagen 12,50. Na, ich glaube, Sonny wird am Ende recht behalten. But I'm the best. 10,70. Und das ist nicht mal alles, was wir haben. Nee, wir haben das locker nochmal 10,70. I've been trying hard to keep my cool, but when you near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. Dusche und ja, ich treffe mich jetzt gleich mit meiner Schwester. Ich glaube, ich mache mir dann einen Dutt oder ich mache mir die Haare so nach hinten. Ich hatte jetzt keinen Bock, sie zu glätten. Im Sommer ist es immer irgendwie so warm. Der Highlight, though. Ich muss jetzt mir wieder was von Marcel holen. Ich habe schon gerade seine Unterwäsche an, seine Boxershorts. Also, ich habe mir jetzt schon so ein... Warum sieht das immer in Real Life höher aus, als es dann irgendwie in der Kamera aussieht? Aber auf jeden Fall habe ich mir so ein Gnödel da oben gemacht. So gehe ich jetzt mit den Haaren raus. Und ja, ich habe mir jetzt doch für diesen Ohne-Hose-Lifestyle entschieden. Zur Not nehme ich mir vielleicht noch eine Jogginghose mit oder so, denn ich fahre jetzt mit dem Fahrrad an eine Beachbar. Das ist richtig krass. Mit dem Fahrrad brauche ich irgendwie nur 11 Minuten und mit der Bahn irgendwie 30. Also anscheinend ist das Bahn jetzt dann nicht so gut. Marcel, ich hoffe, weil Marcel ist gerade in Hamburg, ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich deinen Pullover dafür verwende, aber er ist einfach so schön groß und cool und ich denke auch gerade an das Insta-Foto, was ich noch machen muss. Ich bin jetzt hier gerade noch vor Marcel's Sockenschublade und ich glaube, ich werde mir noch ein paar Socken genehmigen. Love is forever, love is forever. So Leute, meine Haare sind absolut im Arsch. Aber wir essen jetzt hier noch schön Melone. Und falls ihr euch fragt, warum wir im Zug sitzen, warum, was ist los? Die Erdbeere ist. Oh nein. Egal, dann riecht sie mich nach Erdbeere, nicht nach Pisse. Auf jeden Fall bin ich jetzt vorbildlicherweise, weil wir gemerkt haben, dass mein Dynamo nicht geht. Mein Dynamo, ich kann es einfach kurz zeigen. Schaut euch mal das, wo ist es jetzt? Da. Das Kabel an. Das ist da einfach nicht drin. Und dann haben wir uns gewundert, warum es nicht geht. Ja, deswegen. Wollte ich vorbildlich sein, weil es ist ja nicht gut, ohne Licht zu fahren. Deswegen sind wir jetzt im Fahrradwaggon und haben 5 Euro für ein Ticket bezahlt. Danke, Mama und Papa. Ja, für 2 Minuten. Okay, Leute, ganz ehrlich, irgendwie ganze Aufregung umsonst. Ich bin zwar jetzt gerade wirklich nur 2 Stationen mit der Bahn gefahren. Ich musste danach nämlich noch weiter Bahn fahren, aber sonst Bus und mit Bus kannst du ja kein Fahrrad mitnehmen, glaube ich, oder? Egal. Mir ist aufgefallen, also ich bin richtig vorsichtig gefahren. Ich habe übrigens, vielleicht kleiner Tipp, aber ich glaube, man sollte es vielleicht lieber nicht nachmachen. Aber ich habe einfach meine Handytaschenlampe genommen. Apropos Handy, wo ist mein Handy? Ich habe meine Handytaschenlampe genommen und die einfach vorne in den Korb gelegt. Aber ich glaube, ich sollte mir mal entweder meinen Fahrrad reparieren lassen oder mir ein neues zulegen, weil das ist schon ziemlich alt. Wo ist mein Handy? Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass niemand, der mir entgegengekommen ist oder hinter mir gefahren ist oder so, das Licht anhatte. Also in Berlin scheißen anscheinend alle drauf. Naja, gute Nacht. So Leute, der letzte Tag dieses Projekts ist angebrochen und ihr seht schon, ich habe schon das erste Teil an. Heute ist einfach nur so ein Tag, ich möchte jetzt ein bisschen die Wohnung auf Vordermann bringen, also Müll runterbringen und was weiß ich. Weil Marcel heute wiederkommt, dann möchte ich, dass es für ihn sehr schön aussieht. Ich habe jetzt das an, aber das Ding ist, es ist nicht 100% lang. Also es ist so, dass mein Arsch noch ein bisschen rausgucken könnte. Deswegen muss ich mir jetzt irgendwas suchen, wie ich das noch besser kombinieren kann. Hallo. What should I do?
Scheiße. Vielleicht gehe ich dann einfach so und ziehe mir halt irgendwas an, dass man, wenn mein Popo rausguckt. Ganz ehrlich, ich mache das jetzt so. Das ist dann wie so eine kurze Hose. Weil sonst an sich feiere ich diesen Look halt übertrieben. You, I've been trying hard to keep my cool. But when you need, there's nothing that I can do. When you... Ich würde das jetzt gar nicht mehr so richtig als Outfit wählen, aber es geht halt nicht anders. Es ist heute so warm, ich kann jetzt nicht irgendwie... Ich kann nicht, okay. It doesn't even matter how hard I try. Cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way. Schaut mal, ich habe jetzt hier noch eine Kapuzenjacke von ihm gefunden. Die binde ich jetzt um, weil dann bin ich hinten auch noch gesichert. Und, ja, vorne irgendwie auch. Also das hält alles ein bisschen im Rahmen. Und ich finde, das macht das Outfit noch ein bisschen cooler. Mir ist natürlich der komplette Karton während des Müllwegbringens aufgerissen. Ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Also das sei widerlich. Ich musste alles mit der Hand anfassen. Auf jeden Fall habe ich mich gerade im Spiegel gesehen, im Fahrstuhl. Und ich mochte mein Outfit so heftig. Ich finde, es sieht so richtig so chakalaka aus. I make the bed now. Und ich kann so was richtig schlecht. Deswegen mache ich einfach nur so. Senorita, I feel it for you. Woo-hoo. The Müllbeutel rhyme. So Leute, das ist das Video. Ich sitze jetzt hier in diesem Outfit. Ich liebe es voll. Das ist, glaube ich, fast mein Lieblingsteil. Marcel kommt jetzt gleich nach Hause. Vergesst nicht, mir jetzt in die Kommentare zu schreiben, irgendwie mit was ich das, diese Reihe nochmal machen kann. Also eine Woche lang irgendwas anderes ausprobieren. Schreibt mir mal gerne alle Anregungen, die ihr jetzt so gesammelt habt, in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Loops Crew. Tschüss.